Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu WotC Classic. Heute, der Tag der Abrechnung kommt. Naja, nicht ganz. Wir haben den 1.8. heute. Und ich muss noch eine Woche warten, bis die Abrechnung kommt. Aber sowas in die Richtung. So, wir fangen dann mal an mit der Quest. Ich habe auch die Dailies wieder angenommen. Die werde ich allerdings offscreen machen. Das werde ich jetzt nicht. Also es ist im Endeffekt wieder dasselbe von gestern. Die Sachen machen. Dann hier runter das Schwert holen. Das werde ich nebenbei machen. Das sind nochmal ein bisschen Zusatz-EP. Was uns zur Richtung Level 80 ein bisschen hilft und deswegen nehme ich das nebenbei offscreen mit. Das werde ich dann täglich machen. Das ist nicht so interessant. Wichtig ist ja hier so ein bisschen Quest, ein bisschen schnacken, ein bisschen quatschen. Ja, Eiskrone, da habe ich damals sehr Bock drauf gehabt. Das ist auch so ein Gebiet gewesen, wo ich sehr gerne gequestet habe nachher. Wo ich dann teilweise auch so ein bisschen verpeilt da stand und wusste jetzt nicht, was will der jetzt von mir, was für ein Questtext, warum muss ich das jetzt lesen? Ja, solche Sachen halt. Wir fangen quasi damit an, jetzt erstmal die ganzen Spinnenwesen, wie heißen sie? Lubarax zu plätten, dann die Kreuzfahrer zu retten, die buffen uns dann nochmal. Und wo ist denn mein Pet hier? Und damit fangen wir quasi an und danach kommt der nächste Kampf. Also es wird so langsam immer mehr und immer mehr. Und dann müssen wir mal schauen. Es geht dann halt so weit, dass wir irgendwie in die Richtung hier gehen werden dann. Also wir werden irgendwann hier sein, dann geht es irgendwann in die Richtung. Da oben haben wir auch noch ein paar Quests hier. Diener der Geißel muss ich auch noch töten. Die zählen leider nicht, dummerweise. Oder? Doch, die zählen. Cool. Speichere das schon mal, dass ich die extra machen muss. Das ist ja gar nicht so schlecht. Wusste ich jetzt auch nicht, dass das zählt. Gut. Nichts als Spaß und Spiele müssen wir natürlich auch noch machen. Ja, das werden wir alles nach und nach machen. Irgendwann werden wir hier eine Quest wahrscheinlich haben, wo wir nicht weiterkommen. Wir werden mal gucken, wie viel EP wir so insgesamt kriegen. Dass wir dann, wie viel haben wir jetzt aktuell? 16%. Mal gucken, wie weit das dann noch kommt. Hier müssten wir nämlich nachher auch noch ein paar Quests haben. So, den looten wir mal eben. Wir müssen aber, glaube ich, zwei verschiedene Gegnertypen haben, ne? Oder waren das alles dieselben? Holen die erstmal hier raus hier. Schön mit dem, mit der eisigen Berührung. Ist ja nicht kalt genug, ne? Hoffen wir sie da nochmal mit raus. Kann man ruhig machen. Und dann holen wir mal ein bisschen buffen hier. Ich habe echt noch keine Ahnung, was ich hier drücken soll. Deswegen drücke ich halt nicht irgendwas. War es halt nicht. Hab ja das immer wieder rausgenommen. Bin so ein bisschen verschluckt heute Morgen. Liegt auch so ein bisschen mit an der Allergie, aber auch das Wetter ist wieder momentan wieder. Ja. Erst warm, dann wieder kalt und dann wieder so warm und dann, ja. Weil so ein bisschen wetteranfällig ist wie ich, dann, ja, wird man auch dann mal ein bisschen schnell krank in dem Fall. Ja, wir bekommen immer neue Buffs, das ist schön. Heilt er uns jetzt auch? Hat er uns geheilt? Genau, er muss zum Magentum zurückkehren und spawnt dann gleich wieder in dem Sack. So, das ist auch abgeschlossen. Ich meine, es gab doch zwei verschiedene davon, ne? Aber noch zwei Giftsäcke und ich muss noch 8 von 15 muss ich noch erledigen. Also das heißt, wir haben noch genug zu tun. Okay, ich bin irgendwie eingefangen. Wäre ein nettes Thumbnail irgendwie. Aber ich glaube, das wäre zu viel von dem Interface mit drin. Deswegen geht das leider nicht. Das ist halt doof. Ne? Jedes Mal, wenn du aufnehmen willst, es juckt jedes Mal. Das Gesicht juckt, der Bart juckt. Ja? Und die Nase ist zu. Wenn ich gleich fertig bin mit der Aufnahme. Weil wir sind ja jetzt nicht im Stream. Ich bin jetzt gerade noch am Aufnehmen, weil ich jetzt noch am Hochladen bin. Dann ist es so, dass nichts ist. Es juckt mich nichts, Nase ist frei. Weißt du, ist so alles top in Ordnung. Und sobald du versuchst aufzunehmen, hast du direkt, ja, Obokarte gezogen, könnte man so sagen. So, wir tauschen mal den einen aus. Ja. Weil wir haben ein bisschen mehr Ausdauer mit drin. Ja, Addons habe ich ja auch gesagt letzte Mal, ne? Also das ist jetzt das, was wir drin haben. Big Brother, Backgammon. Ich hab immer drin, get the fuck out, dann Questy und dieses Horn, das ist quasi das Addon, was uns sagt, was wir austauschen sollen.
Das haben wir drin. So, dann haben wir die auch schon fertig. Aber ich habe auch noch eine gute Nachricht. Das werde ich nämlich gleich erstmal in OBS nachher einstellen, weil wir machen nicht allzu lange. Wir werden so 20 Minuten circa machen als Aufnahme. Ist nämlich, dass Assassin's Creed 1 endlich läuft und ich muss das jetzt noch das Bild reinbekommen und werde nachher mal gucken, ob ich das, wie weit ich das reinkriege. Dass ich das fertig bekomme. Das ist nervig, ne? Ich wasche den Bart jeden Tag. Ich habe auch extra so Zeug dafür. Und es ist halt schlimm. Sobald du aufnimmst, Nase juckt, Arm juckt. Du hörst auf, es ist nichts. Auch im Stream. Ja, dann sitzt er immer so da. Ja, und denkst du so, warum juckt jetzt der Bart? Vielleicht ist es auch dann, ich würde jetzt nicht sagen Aufregung, vielleicht ist es auch erst dann, dass ich das mitbekomme, weil ich das sonst nicht so realisiere, könnte man sagen. Ja, und die Stimme könnte sich etwas anders anhören, by the way, weil ich halt, ja, Nase ist zu, ne, ein bisschen erkältet. Dann könnte sich das ein bisschen anders anhören. So, wir haben 16% vorhin gehabt, wir haben 2% bekommen durch die Mobs. So, was hast du denn hier Schönes? Rüstung. Ey, ist da noch gelber Sockel drin. Rüstung mit Sockel, ich fass es nicht. Stärke geht runter, Zaubermacht brauche ich nicht. Waffenkunde zu erhöhen. Ja, ich weiß auch nicht. Also Angriffskraft wäre natürlich nicht schlecht. Ich könnte das austauschen. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Wir haben ja noch Items dabei, die sind ja uralt hier. So, wir haben jetzt wie viel bekommen? Wir haben 18, wir haben jetzt 19. Wir haben 1% pro Quest. Oh, Alter. Das wird so lange dauern, bis wir Level 80 sind. War das damals wirklich so lange? 1% pro Quest? 1%. Ja, 22, also auch wieder 1%. Boah, das ist... Ja, also ich muss das Agententurnier mitmachen. Ich muss mal gucken, wie viel Prozent ich dadurch bekomme. Durch das Agententurnier. Aber ich meine, das war wesentlich mehr. Obwohl, warte mal, wir können doch mal gucken hier, ne? Täglich. 22.050 und ich bekomme hier 21. 22.050. Also ich denke mal auch so 1% wird das wahrscheinlich sein pro Quest. Also es ist halt relativ wenig, ne? Deswegen verstehe ich auch viele Leute, die sagen, ja, ich gehe lieber Dungeons machen, dann bekomme ich halt auch EP und bekomme noch eine Quest. Ein schöner Protodrache. Ruhm. Ja. Falls es Überlebende gibt. So, der gibt uns jetzt wie viel? Gar nichts an EP. Also, das ist etwa 27.000. Müssen wir da mal gucken, wie viel wir da bekommen. Den kann ich leider nicht nehmen. Es werden halt auch Erinnerungen wachen, ne? Damals, wo ich mit meinem Druiden hier war und ja, es war wow. Es hat mir so gut gefallen einfach. Es ist halt immer etwas Besonderes, wenn du das erste Mal so Questgebiete machst. Deswegen mache ich auch immer in dem Addon, wenn da jetzt was Neues ist, erstmal ganz Sachen questen, dann später irgendwann mit Inis machen. Über den Nasenspray reinhauen. Na cool, ob es dann gar nicht besser geht. Erstmal Kästen gehen, alles komplett, dann Indies machen, weil, ja, man hat schon Bock, sich das erstmal alles anzugucken. Möge er das hier? Genau, jetzt muss er halt zurückfliegen. So, nebenbei, ich habe die Quest damals gerne gemacht, weil ich dann immer stolz drauf war, yeah, ich habe einen Proton-Drachen. Mittlerweile habe ich selber welche, also so ist es nicht. Aber alle habe ich auch nicht. Aber ich muss auch sagen, ich spiele auch nicht mehr ganz so aktiv. WoW momentan. Also in The Retail momentan gar nicht. Wieso kann ich dich... warte, bin ich hier falsch? Was? Ich habe auch momentan nicht so die Zeit dafür. Lass doch hier oben, was ich dich hinpacken. So viele Projekte momentan und ich bin ja halt noch nebenbei noch Sachen am machen, also ich bin da momentan projekttechnisch bin ich komplett ausgelastet, mal wieder. Ich wollte ja weniger machen, weil jetzt bin ich noch nebenbei gerade Checks und Fidget am machen. Wo ich hier gerade Zeit gerade habe, hier rüber zu fliegen. Da habe ich halt auch 5 Charaktere, um die ich mich kümmern muss.
Ja, Kraft ist schuld. Kraft ist schuld, dass ich wieder angefangen habe. Ja, ich habe es früher schon gespielt. Also wir haben es damals, ich glaube, ein halbes Jahr nach Release gespielt. Da bin ich durch einen Arbeitskollegen draufgekommen und hat uns sehr gut gefallen. Und ich habe dann jemand noch mehr Accounts erstellt, noch mehr Accounts erstellt. Und irgendwann war es halt so, dass ich dann gebannt worden bin in Shakes and Fidget, weil man mir dann gesagt hat, du darfst maximal einen Account haben pro Server. Und das wusste ich nicht. Und ich hatte damals relativ viele Accounts. So 50 Stück. Aber die habe ich nicht alle alleine gemacht. Die habe ich dann halt mit mehreren Leuten geteilt. Was du halt auch nicht durftest. Und das wusste ich auch nicht, weil niemand außer Bilbo Beutlin hat die AGB gelesen. Und ich kenne niemanden im Freundeskreis, der sich die Dinger überhaupt irgendwann mal angeschaut hat oder durchgelesen hat. Ich tue es übrigens auch nicht. Weil bei vielen Sachen ist es zum Beispiel so, dass du zustimmen musst, bevor du das Spiel überhaupt spielen darfst, wo ich mir denke, ja, aber ich habe es doch gekauft, also was willst du von mir? Weil in WoW ist es was anderes, da darfst du halt zum Beispiel keine Bots oder Cheating-Dinger benutzen, wo ich denke, ja, das ist normal, das ist klar. Das ist ein MMO, Dude, da macht man sowas nicht. Wenn du im Singleplayer bist und cheatest, ist das eine andere Geschichte, aber doch nicht in dem Multiplayer, wo du halt mit anderen zusammenspielen kannst. Da gehört sich das nun mal nicht. Aber wie die Welt das so gezeigt hat, auch da versuchen es Leute immer wieder. Wir werden triumphieren. Findet die Stärke, die in euch wohnt. So. Jetzt muss ich das erstmal wieder ausmachen und mein OBS wieder hier vorholen. Wie viel sind wir denn? 12 Minuten haben wir schon. So, wo ist denn der gute Mann? Der sitzt wahrscheinlich hier drin. Ein Goblin. Es wäre jetzt auch gewesen, wenn es ein Vulparam gewesen wäre. Bleib sauber. So, jetzt müssen wir nämlich mit dem schönen Katapult hier. Die ganzen Gegner platt machen. Und die Drachen natürlich auch. Da kommt nämlich gleich zwischendurch ein Drache, der wird uns angreifen. Der ist er nämlich schon. Ich wollte damals immer diesen Drachen haben. Weil ich halt ein großer Freund von Drachen bin. Und mir dieser Drache einfach gefällt. Und ich eigentlich immer Drachen haben wollte. Und Dragonfly ist wirklich ganz okay, also es ist, am Anfang hat es mir sehr gut gefallen, mittlerweile muss ich sagen, es macht mir momentan nicht so viel Spaß. Ich glaube auch daran, weil ich momentan einfach nicht reingucke. Also so ist es nicht. Aber werden wir auch, sobald ich jetzt ein bisschen Puffer wieder habe, sobald ich ein bisschen Zeit habe, werden wir da auch wieder reingucken. Dann werden wir das auch machen, aber es ist halt momentan einfach zu viel mitzubringen. Ich muss auch noch ETS diese Woche aufnehmen, wir haben heute Dienstag. Und ich denke jetzt schon daran, was ich noch aufnehmen muss. Also, das sagt, glaube ich, aktuell alles an Sachen. Minecraft müsste ich diese Woche auch noch machen. Das Problem ist halt, wenn du Spätschicht hast, dann hast du vormittags ein bisschen Zeit. Abends bist du zu kaputt, um dann noch was zu machen. Ich bin abends noch am Stream. Und vormittags ist halt wie wir am Aufnehmen momentan die Woche. Also das heißt die Woche, wir haben heute Dienstag. Ne? Also es ist jetzt zweite Aufnahme heute. Wenn ich da so ein bisschen Vorlauf schaffen kann. Weil ich im Moment jetzt auch keinen Durchblick habe, wann jetzt was gerade kommt. Deswegen muss ich so ein bisschen warten mit der Planung. Und es ist eigentlich so geplant, dass ich halt Livestreams-Sachen hochlade, die natürlich ein bisschen länger brauchen. Wobei ich jetzt noch am gucken bin, wie ich das am besten render von der Bitrate her. Und dann halt noch die Aufnahme so nebenbei mache, wenn ich die Zeit dafür habe. Das heißt, als Spätschichtwoche halte ich die Zeit dafür. Und der Rest, den gucken wir dann mal, wenn es soweit ist. Ja, weil Assassin's Creed 3 geht ja auch noch los. Da sind wir fertig. Wir sind fertig. Wir haben die 100% voll. Vertraut auf das Licht und alles ist möglich. Nein, vertraut auf die Dunkelheit und alles ist möglich. Gut, immer auf die böse Seite. Ja, wir haben Cookies. Schönen Tag auch. Problem des Heldentums, was konnte man denn damit noch machen? Dungeon und Schlachtzüge. Ey, cool, wir können uns noch nicht Gear kaufen. So, Hochlord. Ja, genau, Tyrion.
Ja, leider nicht mehr lebt. Noch einmal in die Bresche hält. Das Ende der Geißel rückt näher. Ja, mit uns könntest du es ja machen, so nach dem Motto, ne? Jetzt müssen wir weiter nach vorne. Aber ich würde auch schon fast sagen, das machen wir dann das nächste Mal. Ich gebe die Quest jetzt noch ab und dann machen wir den Rest das nächste Mal. Dann kann ich nämlich noch fix die Dailies machen. Und kann dann gleich in der Zeit eben was zu essen in den Ofen schmeißen. Ich mache die jetzt extra ein bisschen kürzer, damit ich das so ein bisschen, was es heißt, Opfer zu bringen, bisschen strecken kann. So, Reinigung und Geißelhaut. Geißelsteine. Ja, brauchen wir alles. Wir kriegen eine Quest von einem Gnome. Gut. Das machen wir dann morgen in der nächsten Aufnahme. Also morgen werde ich dann nochmal aufnehmen für 20 Minuten und kann dann noch eben die Dailies machen. Und ja, wenn ihr Bock habt, wieder einschalten. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.